Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie daheim am Mikrofon und werden Sie durch dieses hochinteressante Spiel begleiten. Millipol Başakşehir gegen Midtjylland. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Die Gäste versuchen es in ihren Spielen vor allem immer wieder mit Pressing. Ja, ja, dieser Druck, das ist es ganz genau, Wolf. Der Gegner soll erst gar nicht ins Spiel kommen, soll keine Luft zum Atmen haben. Das ist eine sehr kräfteraubende Taktik, aber natürlich auch eine sehr vielversprechende, wenn man die richtigen Akteure hat. Chudley. In den freien Raum. Ja, könnte was werden. Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir. Ja, immer wieder diese schönen Pässe. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Chiachi. Berkay Özgan. Mahmut Tekdemir. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Er holt sich den Ball. Boli Bolingoli. Geht mit Einwurf weiter. Epureanu, Berkay Özgan. Crivelli, Ball bei in Visca. Berkay Özgan, Chiachi. Er überzeugt heute als Passgeber. Wieder so ein klasse Pass. Guter Vorstoß, kann was werden. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Siehst du.
Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und er schießt. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mahmut Tekdemir. Berkay Özgan. Crivelli. Mahmut Tekdemir. Ciaci. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Berkay Özgan. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Ciaci. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. So, die Chance jetzt. Ah, oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Erik Swiatchenko. Da ist die Balleroberung. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Kann er was draus machen? Starker Zweikampf. Mahmut Tekdemir. Crivelli. Mahmut Tekdemir. Super dazwischen gegangen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft.
Zwerchenko. Ja, geht gut dazwischen. Mahmut Tekdemir. Der Ballverlust. Was macht er draus? Jetzt könnte er flanken. Da hat er klasse gearbeitet. Jetzt gibt's einen Einwurf. Klasse Flanke. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Crivelli. Da wäre jetzt Platz. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Das könnte vielleicht was werden. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Direkt wieder zurück. Er kann es machen. Szene geht weiter. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und es rächt sich. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Epureanu. Die Gäste werden wechseln. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Guter Vorstoß. Kann was werden. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Phänomenal! Ohne Worte! Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau und dann setzt er sich durch.
willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Giuliano. Ömer Ali Sainer. Mahmoud Tekdemir. Chiachi. Crivelli. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Gutes Anspiel. Das könnte die Chance werden. Und er gibt abseits. Das war eng. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Jetzt kommt der Wechsel. Sie holen sich den Ballbesitz. Was macht er draus? Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Die Chance jetzt! Ballverlust. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Das könnte gefährlich werden. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Sisto. Komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Giuliano. Das könnte vielleicht was werden. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Chance zum Konter jetzt. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Ömer Ali Sainer. Crivelli. Mahmoud Tekdemir. Epureanu. Da haben wir Eden Visca. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sie haben das heute super gemacht. Waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.